Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute mit ein klein wenig Verspätung, aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Schön, dass ihr dabei seid. Geogesserzeit mit uns. Und ratet mal, wer auch mit am Start ist. Er sagt eh nichts, der gute Impi. Einen wunderschönen guten Abend. So, ja. Ihr wisst ja, wir fangen immer mal mit einer kleinen Runde Famous Places an. Einfach um Play Along. Das ist neu. Das sehe ich das erste Mal. Was tut es, was kann es? Weiß man nicht. Also wenn ich drauf gehe, dann sagt er mir erst mal Host Play Along. Ich würde sagen, das probieren wir so separat mal, unabhängig vom Stream, was das denn ist. Denke ich auch. Es sieht spannend aus. Ich könnte mir denken, was es ist, aber ja, wir schauen mal. Wir testen, ne? Mhm. So, Anzeige ist raus. Wir können starten. Ich glaube, ich muss mich gar nicht groß umschauen, oder? Wo ist die Dame? Komm, ich schaue mich trotzdem mal um. Ja, da ist sie. Ich meine, ich weiß, dass es ist, aber wo es ist, ist dann wieder die Frage, ne? Vielleicht hier bei der Statue of Liberty, ich weiß ja nicht, aber... Ja, wir können den hauen. Oh. Wie schauen wir denn auf die gute Dame? Im Endeffekt ist es wurscht, ne? Ja, theoretisch können sie sich zentral draufsetzen, hast du wahrscheinlich alles abgedeckt, was möglich ist. 112 Meter, oh, knapp dran, ne? 21. Ich dachte zumindest auf dem Weg oder so, aber nee. Nee, aber läuft. Was war das hier wieder? Wir waren hier, glaube ich, schon mal, ne? Aber es ist schon eine Zeit lang her. Mit der Fahne was anfangen, mit der roten? Ja, also gemäß dem, was ich hier so sehe, das ist hier sehr reiterorientiert. Könnte das theoretisch Mongolei sein, was aber mit einer roten Fahne nicht zusammenpasst? Also es passt mal mit einer roten Fahne überhaupt gar nicht zusammen, ne? Aber es ist halt... Also es sind halt überall Reiter irgendwo hingemalt. Ich meine, das ist eine rote Fahne mit einer gelben Sonne drauf, ne? Oder. Weiß nicht, ich sehe es nicht. Was Gelbes. Also, ich kann es nicht ganz. Ganz identifizieren. Noch aus einem besseren Winkel. Boah. Ja, aber das sieht schon, also das hier an der Wand sieht schon so nach Genghis Khan und Co. aus, ne? Also ja, es ist halt auch zumindest kyrillisch. So, Ulaanbaatar, wo könnte das sein? Chukobar Square. Genghis Khan Square. Sieht das hier irgendwie... Gut, aber das sieht schon nach Genghis aus, ne? Also. Ja, wäre auch so mein erster Gedanke. Wir sind im Museum drin. Problem ist, hier ist halt wirklich alles auch kyrillisch. Also hier ist halt wirklich völlig verloren. Ich versuche gerade, ob ich an diesem Text irgendwas erkennen kann, aber. Nicht wirklich, ne? Ich meine, es gibt ja wohl, wenn ich das gerade richtig sehe, hier auch nochmal eine dritte Schreibweise. Also kyrillisch, normal und dann gibt es wohl noch eine Schreibweise, die... Kannst du nicht sagen, ob das eine eigenständige mongolisch ist? Ich weiß nicht, ob die eigenen Schriftsatz haben. Aber Mongolei hat doch eine andere Fahne, oder? Ist doch nicht rot. Ja, auf jeden Fall.
Aber ich weiß tatsächlich nichts anderes. Gizistan. Manas Statue. Oh. Weißt du, das Traurige ist, ich hatte das sogar fast im Kopf irgendwo da drüben, dass man nochmal schaut, aber ist jetzt Kirgisistan ist, wäre ich nicht drauf gekommen. Wenn, dann wäre ich in Kasachstan höchstens noch gewesen. Kirgisistan wäre ich auf gar keinen Fall gewesen. Naja. It is like it is. So, als wenn ich die jetzt finden würde, ne? Ach, hier irgendwo. Kingston, Lacey, Stonehenge. Will ich es versuchen, es richtig zu machen? Ich finde Stonehenge wieder nicht. Was? Wo war das wieder? Also hier. Warum ist das so einer dieser Punkte, die ich mir nicht merken kann? Wenn ich straight nach Süden schaue. Dann sehe ich den hier. Auch hier. War das nochmal? Das war doch hier. Wahrscheinlich ist Salisbury am einfachsten zu finden. Ganz im Süden am Wasser Bournemouth. Bournemouth? Ich sehe Plymouth, aber. Ein gutes Stück war da östlich. Exmouth? Sidmouth? Dartmouth? Nee. Sidmouth viel weiter. Viel weiter östlich. Also wir reden hier nicht von 30 Kilometern, wir reden hier von 200. Portsmouth? Da bist du dann zu weit. Bournemouth. Und dann nördlich davon. Da ist dann Salisbury. Und wenn du da dann hinzoomst, da siehst du es dann recht schnell. Das ist Bournemouth, okay, die Stadt hier. So. Das ist Salisbury, okay. Ja, ich gehe immer auf die andere Seite von dem Wald. Das ist mein Problem. Ich starte immer hier drüben Richtung Exeter. Okay. Ich habe so grob die Gegend, weiß ich. Aber ich muss dann immer Salisbury suchen und dann von da aus komme ich dann immer recht schnell hin. Na gut, 1 Meter. Da kann man dann nicht mehr arg weit daneben liegen. Eigentlich musst du dir nur merken, in der Diagonale von Bristol to Southamptons, ne? Southampton, Bristol und da genau in der Mitte ja. Drin. Ja. 18 Meter. Don't cry for me, Argentina. Aber diesmal... Aber wo war das? Es war nicht in Buenos Aires. Sondern in Rosario, oder? Oh, Rosario ist ein guter Punkt, ja. Das ist das Monument Historico Nacional de Barandera oder so, ja. Ja, komm, it is. Ja, da stehen wir nicht, aber ja, 119 Meter. 24. Es ist nicht Rialto. Ja, Mann. Die ich direkt finden würde, ihr Schweine. So, wie soll ich rausfinden, welche Brücke das jetzt ist? Was steht da drüben? Rio de Fabari. Ob ich die finden würde. De San Salvador, San Zulia. Ist das hier der Rio de Mendicanti? Pontestin sind wir.
Ponte Cavallo. Schade. Ich habe überall Fava, aber das kann doch nicht sein, dass das steht doch was anderes dran, oder? Wenn ich da jetzt nicht mehr weiterlaufen kann. Was ist denn los hier? Hat dir die Beine gebrochen oder was? Vermutlich. Bisschen zu viel Geld gepumpt. Und warum laufe ich immer rückwärts hier? Was ist los? Was haben wir gestartet? Weißt du, was das ist? Bin wir vom Il Mercante? Ich sehe überall Ferrari. Ferrari, ja. Ferrari, ja, aber Ferrari finde ich hier gerade nicht. Wenn du ein bisschen rauszoomst, dann hast du so einen Stadtteil San Polo. Und da bist du auf dem Sun. Auch mal die Kirche. Ferrari, da, Ferrari. Das gehört da noch dazu. Das Gebäude ist das. Weil das passt, aber von der Map passt das irgendwie nicht zusammen. Ja, aber da steht doch Sestia des Bollo. Ja, drunter. Das Maria Glorossia dei Frari. Ja, also Gloriosa dei Frari. Ja. Okay, das ist wild. Aber die Position passt doch nicht mit dem, was wir gesehen haben. Wir standen doch straight vor diesem Tower quasi. Und das wäre südlich der Brücke gewesen. Ja, ich bin auch südlich. Ja, ich bin über also die Brücke. Ich bin 6 Meter nebenan, aber... Ja, schade. Eine Runde. Gleichstart, Mensch. Klingt fair. Dass wir es beide geschafft haben, hier in der einen Runde 885 Punkte zu bekommen, ne? Ja. Ja gut, du wirst halt auch irgendwo halt da... Ja, auch mitten in die Gegend da geklickt haben wahrscheinlich. Oder ein harter mittendrin statt nur dabei. Ja, warte, ich kann es so einblenden. Du wirst auch auf diesem blöden Square da stehen. Ja, ja, natürlich. Also wir stehen, weiß ich nicht, 50 Meter voneinander weg. Warum komme ich immer auf eine Diverse World? Warum gibt es hier mehrere Community Worlds? Tja. Das ist eine sehr gute Frage. Weil ein paar Leute was vom Kuchen abhaben. Könnt ihr euch doch nicht alle gleich benennen hier. Einmal mit Hex durchzählen, bitte. Das wäre tatsächlich irgendwie eine kluge Sache, das zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die gute war, ne? Aber... Sehen wir ja dann. Wir reden von einer Sprache, die ich nicht lesen kann. Diese Zeichen kenne ich auch nicht. Da geht's nach Gummi. Das ist koreanisch, oder? Also das da oben ist koreanisch, aber das da an der Seite? Oh. Ja, offensichtlich. Ich kenne nur die runden Parts dieser Sprache irgendwie. Ah, Gummi, da hab's. Ja, natürlich findet er das direkt wieder, ne? Namri. Da ist die 4. Ach du Schande. Oh, ja, das ist doch schon wieder Mist, ne? Hier. Und wo ist von Namri? Hast du das auch? Nö. Ich schätze fast, dass das irgendwie so ein Stadtteil von entweder Daegu oder Daejeon sein wird. Die 67 könnte man noch finden. Ja, die habe ich auch. Das würde es... Oh.
Ja gut, muss man da nicht einfach einen Schnittpunkt von 67 und 4 finden? Und da sind wir. Also. Ja, wenn das hier... Also sind wir da nicht straight hier? Was ist denn los? Warum aktualisiert das jetzt hier nicht? Ja, ich habe gerade auch das Problem. Ja, die 67 ist, glaube ich, ein bisschen... Ist hinter uns die springt. Brücke. Wo ist die 4? Da ist die 4. Boah, das ist eine Brücke. Die einmal quer rüber geht. Ja, aber dann... Die schauen wir nach Norden an, die geht so rüber. Ja, also ich sehe mich da schon ziemlich gut gerade. Uni, da ich fühle mich da gerade ein bisschen zu confident vielleicht sogar. Das kann schon sein, ne? Wenn ich hier Levy Road, da geht's nach Gumi Daegun. Wo ist hier? Das ist Gumi, da ist Daegun, ja. Könnte es natürlich auch die hier noch sein. Da war doch gerade noch ein blaues Schild. Was steht da? Wahrscheinlich bin ich auf der falschen Seite der Brücke. Ist das hier ein Kreisel? Na gut, ist das eine... Nein, schade. 2,1 Kilometer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was zum Geier man da für eine Brücke sehen soll. Aber 4,5 Kilometer, also. Ja, 2,1. Ah, du stehst an der nördlicheren, die ich gedacht hatte, die es eventuell noch sein könnte. Aber wir sind noch weiter nördlich. Ja, weil ich gedacht habe, du... Ich meine, wie kommst du hier bitte auf die 4? Deswegen war der Gedanke, okay, da komme ich zumindest auf die 4 rüber. Also bei mir ist halt, ich bin quasi genau an der Kreuzung von der 67 und der 4. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Aber dann hatte ich das Schild bambuselt, weil selbst wenn du hier abbiegst, kommst du nicht auf die 4, ne? Ja, ich glaube, dass dieses komische graue, dieser dünne graue Strich auch irgendwie eine Brücke ist. Das ist die einzige Methode, welche man sieht eine Brücke. Und es gibt hier aber einfach keine mehr. Aber das würde ich, glaube ich, eher als Bahnbrücke sehen, weil diese ja gestrichelt ist, oder? Ja, das kann schon sein. Das ist eher eine Bahnverbindung. Wäre möglich. Ich habe nicht darauf geachtet, ob da ein Zug drauf war. Jetzt hat er da wieder nicht drauf geachtet. Mann. Linksverkehr haben wir schon mal. Entranze. Ach, das ist hier Gälisch, oder? Ja, das klingt mal nicht ganz... Ja, ja. Limerick. Links nach Limerick über die 24. Ach, Limerick. Ja. Cool. Wo ist die 24? N24, okay. Die ist aber ein bisschen weit, ne? Und die nach rechts wäre Waterford und Kilkenny. Waterford, ja geil, kannst danke. Kannst du das zweite bitte nochmal sagen? Kilkenny, so wie das Bier. Geil. Die Schweine das, haben Kenny umgebracht. Es ist halt, und geradeaus geht's nach Cashel. Ja, geil. Es ist wirklich einfach, du bist straight in der Mitte. Du bist straight in der Mitte von dieser blöden Straße. Ah ja, da ist Cashier, da ist die N24. So, heißt, wir sind dann eigentlich hier bei Tobar-Yosa. I guess. Tobar-Yosa. Das klingt alles gerade eben wie aus dem South Park-Film, wie aus einer Folge. So, gibt es irgendeine Tankstelle mit dem Domino's? Ey, also das ist der Kreisel wahrscheinlich, auf den du geachtet hast, oder? Ja, yes, Waterford, Warwick. Kilkenny, Cashel. Ich meine, da muss auf jeden Fall ein Kreisel sein, ne? Ja, ich stehe auch an einem Kreisel. R688. Das ist nur das Problem, den sehe ich nicht.
habe die R639 und die R640 an meinem Kreisel. Mit der R639 könnte ich auch in einem anderen Kreisel noch dienen. Die R670. Ja, zwei anderen. Viel zu viele. Ja, Mann. Ich sehe schon, wie das mit das wieder völlig sinnlos da. Hier. Wo ist das? Wie heißt das? Clonmel. Nee. Den Klondike habe ich nicht mehr gesehen. 16 Kilometer entfernt. 400 Meter. Gut genug. Keine volle Punktzahl, gut genug. Ja. Klingt irgendwie türkisch. Ja. Cool. Ich habe einen Bäcker gefunden, der Marmüllerie heißt. Aber wo? Komm wieder, wenn der Leberkäse verkauft. Habe ich nicht geschaut. Gold Basak im Lack. Villa? Villa Boya. Ich kann es halt nicht lesen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie hier die Städte geschrieben werden. Und da darf ich jetzt nicht hin, oder aus. Na gut, dann halt nicht. So ein Kreisel wäre vielleicht mal was ganz Gutes. Hast du eine Ahnung, in welcher Stadt wir sind, oder wie? Nee, aber ein Kreisel würde mir halt vielleicht sagen, hier nach links geht's nach Istanbul oder so. Also ich kann dir sagen, geradeaus geht's zum Havalimani-Flughafen. Ah ja. Und Oguzeli. Will ich komplett bambuseln und ich finde das gar nicht. Cool. Hier ist ein Kreisel, wo nix Hatay. Hatay. Mir nix. Okay. In Kilis. Und wo ist hier der Flughafen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, da war ein ganz klarer Flieger abgebildet. Also auf die ich gerne eine Antwort hätte. Ich meine, der Flieger war ganz klar abgebildet, ne? Von dem her. Also ich habe 590 Kilometer oder so. Ja, 460. Schiri, Videobeweis! Geht immer noch. Ja, ist das vielleicht dann Aleppo oder so? Hast du einfach schon einen anderen Flughafen im anderen Land angezeigt? Da, geh weg, da ist der Flughafen. Keine Ahnung. Ach du Schande. Ja, ich schmeiß schon mal Zoom-Speed an. Echt? Ich bin da schon einen Meter voraus. Nee, da war gerade ein Schild. Und irgendwas darauf erkennen.
Littering is illegal. Max EPA Fine $600 und da ist irgendwie eine grün, gelb, blaue Fahne drauf. Tja, ist. Also EPA ist ja die Umweltbehörde in Amerika, aber gibt es noch woanders? Naja, $6,000. Ja, gut. $6,000? Nö, Abschlepper, fahr doch nicht weg. Da ist ein Checkpoint ahead. What? Das ist ein Checkpoint? Checkpoint Charlie? Ich glaube nicht, dass der in Amerika ist, oder? Must give way to Empire. Oh, ist das ja eine Müllanlage? Ja, super, dieses Schild ist so durchgerostet, dass man es nicht lesen kann. Es geht nicht mehr weiter. Bacchus Marsh Scorpions scheint dieser Fußballclub hier zu heißen. Wait, Linksverkehr? Also ich wüsste nicht mal, wo auf dieser Straße links oder rechts ist, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin halt auf einer normalen Straße. Aber das sieht sehr eindeutig nach Linksverkehr aus. Ja, dann müsste ja kanadische Dollar sein, oder? Ja, 20 km/h. Aber da hat kein Linksverkehr. Australische Dollar. Aber 20 km/h, ne? Und hier ist irgendwie so ein... Ja, USA ist raus. Also, Pferdeschild? Australien. Du meinst Australien? 30 Sekunden, keine Ahnung. Ich habe bisher da. Gibt's da nicht. Zahlen die in Australien mit Dollar? Australische. Ich weiß es gerade echt nicht. Gav, heißt das da AU? Ich kann es nicht lesen. Da geht's nach Bacchus Marsh, ja. Oh, okay. 138 Kilometer entfernt. 200. Gut, dass ich mich nochmal ein Stück nach Norden gesetzt habe. War gut. Gut, dass ich mich direkt auf... Was habe ich gesetzt? Murchison. Könnt ihr nicht wissen, dass es... Ich stehe bei Paddy Waddy West. Paddy Waddy West. Okay, nice. Immerhin für einen Lacher gesorgt, ja. Ja, Paddy Waddy, okay. Ja. Ach komm. Ach komm. Wie viel Steppe willst du sehen? Wieder Linksverkehr? Also überholen wir den hier oder steht der da einfach auf der Seite? Ne? Also ich bin auch gerade. Also ja, dürfte Linksverkehr sein. Direkt nochmal Australien oder was? Au. Oh. N11 Marble Hall in 46. Über die N11 Rowett Tarn in 7 und Mokopane 55. Mokopane. Ist das Kenia oder so? Mokopane. Also N11 war... das war, glaube ich, nicht Kenia. War das nicht hier unten... Mokopane müsste man aber finden können. Die N1 ist in Mosambik. Die haben gibt's auf jeden Fall. Mokopane? Ich meinte, Mokopane müsste verhältnismäßig groß sein. Das müsste man recht schnell sehen. Ja. Momentan sehe ich es nicht. Ich sehe aber auch nicht die N11 nicht. Oh, da ist eine N11. Mokambik. Mokopane. So eine N11 hätte ich hier, aber keine Mokopane gerade. Ich habe nur einen Mokuba. Mokopane, okay, Südafrika. Ist ziemlich im Norden. 55 Kilometer weit weg.
Roetan ist 7 weit weg. Und in die Gegenrichtung ist Marble Hall 46 weit weg. Okay, ich muss gerade noch rausfinden, wo Mokopane ist. Nördlich von Pretoria. Ach, da Mokopane, okay. Aber die haben doch keine Ents, oder? Ist aber, wird die 11 sein. Einfach die blaue, fünfeckige. Marble Hall. Das ist Marble Hall, ja, das habe ich auch immer. Was ist Marble Hall, ne? Ja, Marble. Da ist Rotan. Das ist südlich dann von Mokopane. Da ist Marble Hall. 54 Kilometer nicht gefunden. 574 Meter. Ein Stück südlich noch auf der Straße. Ja, gut. Oh. Ja, ging klar, oder? Trotzdem bin ich vor dir. Was ist da schiefgelaufen? Gute Frage. 3, 4. Was war da? 3 auf jeden Fall. Was war 3? Gut. 3 war Türkei. Australien. Und Türkei. Ja, gut. Ja, aber es waren jetzt nicht so viele. Ja, aber es war von uns beiden eine 23K-Runde. Geht voll klar. Und besser geht immer. Wenn du eine 25K-Runde ablieferst, sagst du es auch, oder? Ja. Dann beweis das mal. Nein. Er war voll gut. Ladung ist raus, müsste auch gestartet sein. Wir sind irgendwo. Aber da bin ich mir sicher. Steht da COM oder steht da CZ ist oder? Ist das Texas? Diese Öl. COM. Cleary Transport LLC. Immer dahin, wo der Pfeil sagt, ich dürfte nicht hinlaufen. Funktioniert. Die Antilopen Road. Ja gut, diese amerikanische Flagge hier könnte eventuell helfen. Also, wenn sie dir hilft zu wissen, wo wir sind, schön. By Royal Community Center and Town Hall. Also vermutlich bei Royal. Wahrscheinlich fahre ich gerade wieder die Strecke wieder zurück, ne? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst, dass ihr einfach... Wow. Eine Flagge mit einem Bison drauf? Könnte das... QAnon sein? Im Bundesstaat stehen... Echt jetzt, und hier wird's auch eine Dreckstraße. Ist das hier nicht eure Hauptstraße? Die plötzlich in einem Dreckweg endet. Das ist kein Dreck, das muss so. Und ja, bei Royal ist die City. Ja, Zeit läuft aus, ne? Für mich sieht das eher nach New Mexico aus. White Sands Missile Range. Okay, wusste ich auch nicht, dass das hier gibt, ne? Ach komm, wir sind in der Nähe von Roswell. Einfach nur, weil ich es gerade sehe. Nee, wir sind hier.
Hier, sagen wir. Ja, ich war gar nicht so schlecht mit meinem Südamerika-Guess. Also es ist da nicht, aber boah, ich war gar nicht so schlecht. 1100 Kilometer. 1038. Also ich hätte nicht gedacht, dass Wyoming auch so aussieht. Es war mir auch tatsächlich gar nicht bewusst, dass die so weit oben, so weit nördlich noch Öl fördern. Ja, Fracking und Co. machen sie so gut wie überall, aber das sah für mich halt von der Steppe her und alles so aus, dass ich sage, okay, eher Südamerika, aber gut. Mittelamerika sind, konnte ja keine Ahnung. Außer die Leute, die in Bayreuth wohnen. Oder es kennen. Tja, Eniriquee. Also damit ist alles klar. Ich würde Richtung Südamerika gerade tippen, weil das sah wie... Ja, also wie. Ja. Da bin ich eh schon die ganze Zeit. Ach, da bist du eh schon die ganze Zeit. Ich dachte, wir sind in Deutschland, aber gut. Municipal Dist de Lima Tambo, I guess. Lima Tambo. Lima wäre natürlich jetzt wieder Peru, aber Lima Tambo. Ich kann es nicht lesen. Ja, könnte natürlich auch Richtung Lima tippen, ne? Jetzt lass mich nicht hier irgendwo bergauf hier verrecken. Komm. Ein bisschen Gas. Ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach, das, ja, wo sind wir denn? Enrique. Also Lima Tambo sind wir auf jeden Fall, ne? Lima Tambo. Und Enrique ist auch irgendwas Wichtiges hier scheinbar. Enrique und Franco. Tja, ich glaube, ich gehe doch... Geht doch Richtung Peru. Es ist nicht Lima, aber... Nope, die Zeit war schnell vorbei. 479 Kilometer entfernt. 463. Dann der ist ja wieder näher dran. Welche dieser Nichtstraßen nehme ich? Okay. Irgendwie passt dieses Haus nicht in diese Umgebung. Hallo, darf ich jetzt bitte hier vorfahren? Danke. Was willst du mit deinen Vorfahren? Alter Schwede. Lagoon. Also sich jetzt bewegen ist richtig schlimm. Jo, jo. Und jetzt zoome ich direkt 3 Kilometer weit vor. Ich bin ja direkt in eine Sackgasse. Okay, Lagos. Sehr gut. Also ich hätte Lagoon gesehen. Lagos.
Unisa Street, Onosa, Ibeyoleki. Als wenn ich wüsste, wo Lagos ist. Nigeria. Als wenn ich wüsste, wo Lagos ist. Hi, Fischi. Moin. Na, ja, alles fit bei dir? Jetzt verließen sie ihn. Ich spiele gerade Ping-Pong im Laufen. One step to the left, one step to the right. Tja. Ja, und manchmal zoomst du dann so ein paar Kilometer vor direkt. Weiß nicht, aber meinst du, wir sind in der Innenstadt von Lagos? Oder Punkt. Innenstadt ist wahrscheinlich nicht so gut. Außengebiet irgendwo wahrscheinlich dann. Ja, so langsam wieder. Ich habe gerade, wie soll ich sagen, das Glück für mich gepachtet. Von dem her, naja. Ja, muss halt, hilft ja nix, oder? Ja. Hab mich durchgebissen. Natürlich auf der anderen Seite der Außenstadt von Lagos. Immerhin näher dran, 64 Kilometer. Ja, da kommt er wieder. Wie sieht's bei dir aus? Was macht das werte Leben? Geht das Studium schon wieder weiter? Ich gehe in die Richtung, in die ich nicht gehen darf. Also das kann ich heute konsequent durchziehen, ne? Steht irgendwas drauf? Kann ich da was lesen? Wohl nicht. Ja, das ist so, als wenn der jetzt Gandalf vor dir steht mit You shall not pass. Entschuldigung, darf ich mal? Brennt alles. Ja. Also Impi, ich will nicht spoilern, aber ich vermute, dass wir in irgendeinem asiatischen Staat sind. Das ist ein verflucht guter Guess. Ich glaube, da könnte ich mich fast mit dranhängen. Und ohne es dir zu leicht zu machen, habe ich glaube sogar einer der Staaten, in denen wir lesen können, was sie hinschreiben. Ah ja, Korea. Bitte was? Steht hier auf irgendeinem Schild. Ja. Aber ist Indonesien dann? Ist er Richtung Norden ausgerichtet, oder wie? Nö, nee, hier ist halt irgendwie irgendwo ein Plakat, wo links indonesische Flagge, rechts südkoreanische Flagge ist. Ich weiß nicht, was draufsteht. Wer findet wieder Fahnen? Also Korea hätte ich jetzt hier eher weniger erwartet. Und Indonesien auch ein bisschen weniger. Busan steht aber hier drauf, also. Okay. Vielleicht heißt es irgendwie, keine Ahnung, ja, Partnerstadt von uns ist Busan oder sowas. Dann müsste ich jetzt nur noch Busan finden, ne? Ja, Busan ist Südkorea. Also, das ist offensichtlich nicht das, was wir suchen. Du verwirrst mich. Du weißt, das ist echt einfach. Vielleicht ist es Potongaji. Dann such das, was sinnvoller ist. Ja, in 10 Sekunden finde ich das nicht mehr. Wenn du mir das früher gesagt hättest, hätte ich es jetzt auch gehabt. Nee. Pare, pare. Ja. Natürlich, warum? Warum mache ich immer den gleichen Fehler? Ja, ne? Ja, okay. 215 Kilometer kann ich mit leben. 1354 Kilometer.
bitter. Da ist viel Wasser zwischen uns. Da ist verflucht viel Wasser dazwischen. Wie sieht's bei dir aus, Fischi? Was machst du gerade? Was steht bei dir gerade so Frisches an? Ich find's ja ein bisschen lustig. Also, es freut mich natürlich, dass du da bist. Ich habe vorhin noch von der Firma, wo ich einen Kickstart mitgemacht habe, eine E-Mail bekommen über das Update. Und das ist die Entwicklungsfirma von Gibbers. Haben sie ein Update gemacht. Und da ich muss immer, wenn ich deinen Namen lese, an Gibbers denken. Weißt du auch? The Fishies. Yes, not the Fishies. Da gab es einen Charakter, der sehr stark auf seine Fische beharrt hat. Immer wenn ich sehe, du bist da, muss ich direkt daran denken. I want my fishy. Übrigens auch ein sehr gutes Spiel, wenn man mit Adventures was am Hut hat. Tja. Sind wahrscheinlich irgendwo in der EU, oder? Ja. Ja, dann. Immer schön wegsnacken, ne? Aber nicht so viel Captain Iglo inhalieren. Da steht doch eine Domain dran, aber ich kann es nicht lesen. Was willst du denn Feines kochen heute? Nicht, dass ich mit meinem kalten Joghurt und Müsli schon durch wäre, aber... Mac Huge musst du hier wählen. Pommes. Immer eine gute Wahl. Fish and Chips. Castlebar. Michael O'Malley Castlebar. Aber die eigentliche Frage, die sich stellt, ist doch, sind das Backofen-Pommes? Bin ich gerade mit Leertaste rückwärts gefahren? Wie ist das? Sind wir in wenn wir haben Linksverkehr, oder? Ja. Wo komme ich da jetzt drauf? Aber EU-Linksverkehr, ich meine, die Briten waren doch nicht... Haben die EU-Nummernschilder nicht, oder? Wahrscheinlich nicht mehr, aber hatten. N17, ach komm, jetzt schaffe ich es nicht davor, oder? Ach, ich bleibe in Belfast. Na! Schiedikowski, ich bin doch auf der falschen Seite der Border gewesen. War noch besser dran davor. Ich war bei Kevin davor. Wow. 541 Kilometer. 151 Kilometer. Die Luftfritteuse. Ja, das ist auch gut. Was bist denn noch vor mir? Ah. Easy. Was waren die vier? Wo hast du es so weggeworfen? Das war Indonesien. Muss ich gar nicht nachschauen, das weiß ich. Ja, die Pest. Ja, machen wir noch eine Runde, oder? Jojo. Wenn die Zunge langsam schwer wird, warum auch immer. Welcome. Ist das japanisch? Ja. Und zu was heißt du uns willkommen? Das japanische Legoland. Ja, sieht man nicht. Das Traurige ist, ich hätte es auch halbwegs lesen können sollen müssen. Und mein wunderbares Gehirn vergisst sowieso alles. Das ist das Problem. Ja. Aber
Warum sagst du nicht, in welche Richtung es hier geht? Hier geht es einmal links und einmal rechts lang. Wo ist nichts angeschrieben? Warum? Ach, wir sind in Rom. Ich meine, da muss er nichts anschreiben, ne? Alle Wege führen eh hin. Ja, ich weiß, aber wir sind nicht in Rom. Bist du dir das sicher? Ja. Ich könnte dir dein Anime empfehlen, da gab es diese Möglichkeit zumindest. Tamerome Nove. Genau. Soweit reicht mein Latein gerade noch. Oh, was haben wir denn hier für schöne Kirschblüten? Hab zwar über die Jahre auch sehr viel vergessen, aber dafür reicht's doch. Da ist viel Wasser. Richtig viel Wasser, ne? Okay, in welcher Richtung? Richtung Süden. Wieder irgendwo hier, oder? Ist halt auch alles exklusiv japanisch. Also ist nichts auf Englisch irgendwo mal angeschrieben. Außer das Welcome. Ja. Also hier ist auch irgendwie so ein Aussichtspunkt. Da bin ich auch. So eine riesige Tafel, kein Wort Englisch drauf. Ja, da bin ich auch gerade. Ich hoffe, wir sind beide nicht von der gleichen Seite hochgekommen. Wäre nämlich lustiger. Hallo, gibt's hier? Also ich habe kein Wasser zumindest gesehen, ich bin nur Serpentin gefahren. Also bei dem Aussichtspunkt, da siehst du das Wasser dann, wenn du da Richtung Süden schaust. Brauche ein neues Auto. Eigentlich wäre sowas auch nice. 74 Kilometer entfernt, verdammt mich. Naja. Ich, ohne Flachs, ich wollte auch für den Joke, wollte ich mich auch so nach Naruto setzen. Und jetzt ist es halt tatsächlich da, Mann. Ich bin nicht in Naruto, sondern in der Du bist einmal über das Wasser da drüber. Genau. Von Naruto aus. Wohl, französischsprachig. Europäische Nummernschilder. Ah, hier geht's nach Lyon. Und Gegenrichtung ist Marcorbourg. Hättest du nicht einfach sagen können, Clermont-Ferrand? Die A6 kann ich dir anbieten. Also es ist entweder nördlich oder südlich von Lyon. Ah ne, südlich von Lyon ist A7. Ja, ist also ich wollte gerade sagen. Von Lyon. Also. Cool. Pont de Vaux. Oh, Macron. Da. Okay, das ist tatsächlich dann sogar verhältnismäßig genau zu bestimmen wahrscheinlich. Ach, das ist Macron da. Okay. Ja, das hatte ich auch. Jetzt sitzen wir irgendwo an einem Kreisel. Cool. Ah, ich komme an den gleichen Kreisel. Ja gut, das ist Frankreich, muss nicht der gleiche Kreisel sein, aber... A6, Macron und Bourg. Also B-O-U-R-G. Ja. Oh, hier Villefranche-sur-Soane wahrscheinlich, oder? Ich habe hier noch einen Bahnhof dafür. An irgendeinem von den Kreiseln. Hätte ich jetzt nichts gesehen. Ja, da wo es Richtung Lyon geht, da ist auch noch der Bahnhof angeschrieben. Na, ich glaube, ich bin in einem anderen Kreisel. Rouennais habe ich noch, aber ich finde halt Rouennais auch nicht. Ja, das dritte Bild ist Gare de Villefranche.
dritte? Ja. Bei mir ist kein drittes Schild. Will schon genau genug sein hier, whatever. Okay. Okay. 1,1 Kilometer entfernt. 1,8. Egal, war mir gut genug. Wildes Klicken hat zum Erfolg geführt. Hm. Weiß-gelbe Zebrastreifen. Zebrastreifen sind doch dein Bier. Bist du doch der King. Nee. Nicht die geringste Ahnung, sehe ich zum ersten Mal. Kyrillische Schrift. Aber das Schild ist, glaube ich, russisch. Oder hatte ich das letzte Mal gelernt, dass es nicht exklusiv russisch ist? Aber es ist zumindest. Nee, ich glaube, es war nicht exklusiv russisch. Ja, Ukraine, glaube ich, oder? Ja, die hatten es auch. Aber es ist .eu. Ja, das hat je nachdem auch nichts zu sagen, aber ich glaube so. Was haben Sie hier? Offensichtlich feiern Sie hier immer noch den Sieg über Nazi-Deutschland. Das kam unerwartet. Naja, es ist irgendwie hier russische Fahne, Leute, 1941 bis 45. Was steht da unten? Toba oder das Toba? Wie heißt das? T ein umgedrehtes N, T, O, B, das B und ein A. Nope. Ich habe das Gefühl, das habe ich aber schon öfters mal gesehen. Bleiben. Wahrscheinlich hat das auch gar nichts mit der Ding zu tun, wo wir hier sind. Da sind wir. Da sind wir nicht. Sondern wir sind 2600 Kilometer weiter weg. Nein, 3700 Kilometer. Zakamensk. Ja, gut. Das hatte ich tatsächlich gesehen, dieses 3AKA. Das hatte ich gesehen, aber das zu finden wäre auch absolut unmöglich. Nee, also. Ja, nope. Egal, gerade nur über 1000 Punkte. Nein, nicht bei mir. Aber dass wir quasi nichts hatten, ist okay. Naja. Wenn du deinen Du hast gute Kyrillischkurs besucht Punkte. hättest, dann wäre das auch gar kein Problem gewesen. Aber du warst natürlich schlampig im Kyrillischkurs. Ist das Thai? Okay, Thailand, maybe. Weiß es Sieht nicht, zumindest diese wie nach einer thailändische thailändischen Fahne, die ich Flagge hier aus. sehe, das ist mir noch nicht ganz sicher genug. Request Thai you travel safely. What? Also mein Was Englisch will ist es mir nicht, sagen? also mein Englisch ist nicht Request gerade das Thai you Beste, travel aber. safely. Also,
Mittlerweile fände ich Thailand ganz okayen Guess, aber was will es mir sagen, das Schild? Was will es mir sagen? Welcome to Nong Thom. Ein, was für ein Thom? Also ich habe das Schild gerade auch, ne? Bei dem Schild dachte sich wahrscheinlich einer, Google Translate reicht aus. Tja. Tja, wo sind wir denn hier in Indien? Die Namen klingen halt nur leider auch überhaupt gar nicht so. Also klingt gar nichts wie Nong Thom. Wir sind wahrscheinlich bei Krabi. Warum werde ich jetzt begrüßt? Ich meine, jetzt bin ich mitten in der Prärie. Das ist also nichts mehr außer Grün. Ich habe zumindest Anton gefunden, ne? Also Anton anders geschrieben. Ja, aber Thom, T-O-O-M. Ach, Thom, nicht Tong. Ach so. Ja, das muss man doch sagen. Thom. Deswegen meine ich ja, das ist irgendwie, das passt nicht zu dem, was ich hier so sehe. Es ist halt schon super grün hier, ne? Also. Okay, 202 Kilometer ist okay. 299 okay. Kilometer. Kann ich mit leben. Ja, ich sehe schon, dieses Mal ist wieder dein Ich bin näher dran Glück. Fischi, was machen die Chips? Zum Geier sind wir hier. Tja, das ist die große Frage. Um nicht zu sagen, das ist der Kerninhalt des Spiels. Ja, das Problem ist halt, ich habe nicht die geringste Idee und keine Anzeichen bisher. Also ich kann dir sagen, dass wir in Zona Urbana sind. Oh. Vielleicht auch in La Candelaria, aber... Das macht das nicht einfacher für mich. Telefono. Wie, also Zona Urbania solltet ihr doch eigentlich jetzt hier schon sagen, wo wir sind. Wir stolzieren so ein paar Ziegen einfach rum. Hier liegt einfach ein Kuchen. Der Kühe hatten wir am Start auch einfach schon rumliegen. Ich werde hier, glaube ich, gerade eben verabschiedet. Zu dir einfach ein Schild in der Pampa hinstellen. Mach's gut. Langsam gessen, ne? Ja, ich habe halt keinen Plan. Oder gar nicht. Grundsätzlich würde ich immer Richtung Peru gehen, aber irgendwie... Ah, komm, wir sind in Chile. Das geht Richtung Santiago. Wobei... Ja gut, das sind halt Kakteen da, ne?
Radio. Geh von Santiago weg, natürlich dahin, wo es weiter weg ist. Okay. Komplett weg. Argentinien. Aber das ist El Taco. Ja. Lief nicht gut. Lief nicht gut. Warum bin ich vor dir? Ich würde sagen, letzte Runde. Aber tatsächlich war es vor der letzten Runde war es ziemlich ausgeglichen. Weil man hier Runde 3 ist ja hart weggegangen. Also bitte. Hä? Runde 3 habe ich 700 Punkte, du 1200. Also. Hast du mal Runde 5 angeschaut? Ja, Runde 5 ist ja das, was gerade eben so krass ist. Ja, wie gesagt, davor waren wir roundabout ungefähr gleich. Ich wäre sogar noch näher dran gewesen, wenn ich bei Santiago war. Ja. Tja, machen wir noch eine letzte Runde, oder? Ja. So ein paar Plätzle kann man schon machen. Anzeige ist raus und los geht's. Naja, ich meine, ich werde sie wieder nicht finden. Ich habe sie das letzte Mal auch schon nicht gefunden. Vielleicht ist es aber auch einfach nur hier und ich will gar nicht nachfragen, ne? Ist das Building? Ja, passt schon. Schade. 60 Meter entfernt. Hä? Also ob du es jetzt ausnahmsweise mal direkt hast? Ja, ich bin auch erstaunt. Also. Die ist 44. Hm? Ja. Ja, 60 ist gut genug, sind 5000 Punkte, reicht mir. 7 Meter. Ja, ich hab's einfach, also ich hab's einfach nicht gesehen. Ach, ja, das weiß ich nicht mehr. Da ist Waldo. Okay, ich habe das Wurmloch gefunden. Ich stehe außerhalb einer Burgmauer. Vor mir sind kahle Landschaften. Das ist Frankreich, oder? Das ist doch... Ist das nicht Mont-Saint-Michel? Ja, genau. Mont-Saint-Michel finde ich ja immer nie. Ja, also ich bin mir noch nicht 100% sicher. Das war... Hier irgendwo da. Ja. Muss ich nur noch mal verifizieren, dass er wirklich Mont-Saint-Michel ist. Wo war denn Mont-Saint-Michel? Ja, ich lasse ihn ein bisschen suchen. Jetzt gehe ich mal kurz verifizieren. Damit auch versucht, das zu merken. Wenn ich denn dürfte. Aber es geht so langsam vorwärts. So, ich hätte mir doch das... Hatte mir doch mal versucht, das zu merken. So. Okay. Das war doch bei Le Havre. Irgendwo die Ecke war das doch. Nantes. Findest du Nantes? Von Nantes straight nach Norden, bis du am Wasser landest. Nantes. Rennes vorbei, Saint-Malo vorbei. Alter, dass schon man einfach das, am Wasser. Dann Alter, dass man das so schnell dann schon sieht, ist krass. Ich zoome immer zu weit rein, das ist mein Problem. Aber wo genau das jetzt ist, keine Ahnung. Also du siehst, das hat echt früh, ne? Das ist das Traurige an der Sache. Wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Wo dachte ich immer, dass das... Ja, da ist die Einbiegung. Wo war ich denn immer jetzt gerade? Drüben, oder? Wahnsinn.
Na ja, gut, Monster Michel ist schnell gehen. Irgendwo oder weit so. Genug, ne? Wo hier in der Fressmeile ist immer. 2 Meter. 53 Meter. 2 Meter nehme ich. Hinter uns ist eine Fahne. Ich weiß noch nicht, wo wir sind. Ich bitte mal auf diese Schilder schauen. The Story of Prague Castle. Weiß ja nicht, aber könnte es sein, dass wir in Budapest sind? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sind wir da. Jetzt, wo du es so sagst, ja, ja. Glaub auch. Ist das Bratzky Hrad oder? Ja. Ist das die Basilika, die wir da sehen? Die Kathedrala ist das. Kathedrala SV Vita. Von vorne. Wir starten doch sonst immer irgendwo hier hinten bei Carito, oder? Oder noch weiter hinten? Ich glaube, es gab auch mal einen Startpunkt, der quasi noch außerhalb davon ist. Aber ja, es gibt auch einen, der zwischen der Basilika und der Kathedrala ist. Ja, 90 Meter trotzdem noch voll. Okay. 5 Meter. Aber irgendwie ist der. Nope. Jetzt bin ich jetzt dran vorbei, zoom hier. Ja. Zack, da ist so. Die hier. Zack. 28. Gut genug. 39. Mach's gut, volle Punkte. Oh. Ja. Und geht nach Philadelphia. Das Wichtigste als allerletztes gesehen. Bin mir sicher, dass es das Thomas Jefferson Monument ist. Also dieses riesige Phallus-Symbol hast du auch nicht auf Anhieb gesehen. Freut mich. Ich habe mich erst quasi einmal in die Gegenrichtung gedreht. Ja, ich auch. Maximum habe ich mich rumdrehen müssen. Südosten. Ist das der innere Ring oder sind wir beim Jefferson Pier Stone? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Jefferson Pier Stone ist. Offensichtlich irgendein Stein. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber... Aber wenn man am inneren... Der Innere ist, glaube ich, das, am was Inneren ganz... können wir eigentlich nicht sein, glaube ich. Das ist, glaube ich, das ganz Innere, gell? Da ist nochmal ein Ring vor den Fahnen. Na gut. Falsche Abzweigung, 106 Meter. Aber ja, wenn man genau hinschaut, dann... 9 Meter. Ja. Ist egal. Ja, ist so oder so. 25.000. Von dem her. Tja, du bist vor mir. Frechheit hier. Ja, war viel schneller. Naja. Ungleich schneller. Ungleich schneller, 20 Sekunden. Nicht einmal. Ungleich schneller. Nee. Ja. Ich hoffe, Fischi ist nicht an den Kartoffeln, an den Pommes erstickt. Not the fishy. Ich glaube, für heute soll es das gewesen sein. Ne? Ja. Haben wir ein bisschen gut was hingekommen. Ein paar Punkte gemacht. Sah ganz gut aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Abend. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Und wie immer an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.